Ja, hallo, Regina hier aus dem Kreativmanufakturclub und heute möchte ich dich wieder einladen zu einem Video-Hop. Das heißt, wir haben wieder mehrere Künstler, YouTuber und das Motto ist heute bleib gesund. Bleib gesund und deswegen habe ich dich hier auch in den Wald entführt. Mein Name ist Regina Hüblein. Ich bin Kreativcoach, Mixed-Media-Künstlerin und psychologischer Personal-Business-Coach. Und zum Thema bleib gesund habe ich mir überlegt, das eine ist, wir gehen in den Wald. Im Wald ist es nämlich gesund. Da kannst du die ganze gute Energie mit auftanken. Und deswegen habe ich dich hier auch mit zu meinem Lieblingsplatz hier im Wald genommen. Und diese Energie möchte ich auf kleine Artist Trading Cards transportieren. Das zeige ich dir heute im Video. Wir gestalten gemeinsam solche Kärtchen. Und das Besondere ist, auf der Rückseite hast du Platz für Bleib-Gesund-Rezepte. Und alleine schon ein Spaziergang im Wald führt dich zu deiner Gesundheit. Alleine der Duft, den du hier über die Pflanzen, über die Fichtennadeln, über das alles mitbekommst, sorgen dafür, dass es dir schon besser geht. Du kannst dein Immunsystem damit stärken und noch vieles, vieles mehr. Und Spaß und Freude macht es auch noch, gerade bei den vielen bunten Farben. Und ich zeige dir jetzt noch mal gerade hinter mir diese wundervolle Buche, damit du die noch sehen kannst. Schau mal her, so, du siehst das jetzt gerade. Ja, die ist einfach nur ein Traum. Und jetzt werde ich nach meinem Spaziergang mit dir nach Hause gehen. Und dann setzen wir uns an den Maltisch und machen solche kleinen Kärtchen. Also wir sehen uns. Bis gleich. Jetzt bin ich aus dem Wald zurück und jetzt möchte ich dir zeigen, wie wir diese kleinen Kärtchen, die ich dir im Wald schon gezeigt habe, gestalten. Ja? Also das sind diese Artist Trading Cards und es gibt dazu zu sagen, dass die Karten immer ein spezielles Maß haben, nämlich 6,4 auf 8,9. Jetzt, wenn du ein DIN A5 Blatt hast, dann bekommst du drei Karten draus und hast dann am Ende noch einen Streifen, den du zum Beispiel nehmen könntest für ein Lesezeichen. Also ich zeige dir das auch gerade mal kurz. Das wäre dann das Übrige für ein Lesezeichen und du hast dann drei Blankokarten. Wenn du ein DIN A4 Blatt nimmst und ich verwende dafür eben Aquarellpapier, dann hast du im Prinzip 9 Kärtchen. Ich nehme dazu immer ein Geodreieck, also so ein riesen Monster-Geodreieck, weil dann hast du einfach die Möglichkeit, deine Linien präziser zu ziehen. Ich zeige dir das gerade mal hier. Also du würdest dann auf einem solchen großen Blatt 9 Karten herausbringen aus einer DIN A4 Seite. Du kannst dir das im Prinzip schon vorher zeichnen. Oder du gestaltest vorher deinen Hintergrund und malst es danach aus, ja? Also ich habe schon fertige Hintergründe, die ich ja aus Reststücken habe. Das wären jetzt im Prinzip meine fertigen Hintergründe. Und daraus könnte ich jetzt die Karten gestalten. Oder aber ich nehme mir jetzt zum Beispiel meine Blankokarten, um dir eben zu zeigen, wie ich das Ganze denn dann jetzt gestalte. Ja, ich nehme jetzt hier eine von meinen vorbereiteten Karten und tatsächlich die Blankokarten. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich nehme Kurkuma. Das siehst du übrigens auch bei mir im Newsletter, in meinen Haushaltsutensilien, die du für Mixed Media nutzen kannst. Kurkuma, am besten Handschuhe anziehen, habe ich jetzt hier in dem Fall nicht gemacht. Ich habe das einfach eingesprüht und mit der Spachtel ein bisschen verrieben. Damit wird übrigens auch die Paella gewürzt und das ist das Gewürz, was auch mit enthalten ist im Curry, Currypulver. Da ist auch Kurkuma mit drin. Ich putze das jetzt ein bisschen ab. Die körnige Substanz, die sich hier auf der Karte zeigt, kommt tatsächlich noch ein bisschen von dem Pulver.
Ja, Kurkuma ist im Übrigen auch gesund für den Darm, für die Verdauung, für alles Mögliche. Und die Blüten, die du hier bei mir auf dem Schreibtisch siehst, das ist zum Beispiel Topinambur. Und der ist auch sehr förderlich für die Gesundheit. Jetzt male ich mir hier auf meiner vorbereiteten Karte ein bisschen mit meinen Sonettfarben. Die haben eine wunderbare Farbpracht und das Besondere ist, dass sie auch, dass du siehst auf dieser Folie, dass alles schon abgebildet ist, wie die Farbe auch wirklich dann auf dem Papier aussieht. Ich verwende jetzt hier weiterhin die Aquarellfarben. Lass die einfach ein kleines bisschen mit dem Wasser verlaufen und mach hier einfach diese Sprenkel gerade nach Lust und Laune. Hier habe ich ein bisschen einen Violettton mit ein bisschen Türkis genommen, meine Lieblingsfarben in der Tat. Und die lassen sich wirklich ganz toll vermengen. Das war übrigens mein erster Farbkasten und ich bin nach wie vor immer noch total begeistert von diesen Sonettfarben, weil die so extrem hochpigmentiert und farbintensiv sind und auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Da siehst du noch mal die Kurkuma-Knolle, die ich dir hier an der Stelle noch mal zeigen wollte. Ja, also für die Verdauung, für Diabetes, alles Mögliche. Und hier auf meiner Kurkuma gemalten Karte, da möchte ich jetzt, nachdem ich sie trocken geföhnt habe, mit meinen Sonettfarben ein bisschen diese Blütenblätter von dem Topinambur, der auf meinem Schreibtisch steht, auch noch mit ja, verwenden. Die mittlere Karte, die nehme ich jetzt mit einer Serviette, weil ich habe ein ganz tolles Rezept für ein Rosenblütenwasser mit Hafermilch zum Entspannen. Und Entspannung ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, um gesund zu bleiben, gerade in der kalten Jahreszeit. Da sehen wir uns ja danach, uns in die Wanne zu legen und zu entspannen. Und das darf jetzt hier mit dem Mattmedium aufgetragen, hier einfach trocknen. Ich könnte jetzt natürlich hier Pilze, alles andere auch auf die Karte machen, aber ich habe mich dazu entschlossen, tatsächlich hier jetzt ja, die Blüten ein wenig von dem Topinambur zu machen. Das ist im Übrigen auch eine Pflanze, die verwandt ist von den Blättern her wie die Sonnenblume und Sonnenblumen liebe ich über alles und ja, deswegen darf hier auch die Farbe ein bisschen wie eine Sonnenblume aussehen. Also man könnte sie fast verwechseln. Die Pflanze habe ich übrigens bekommen von einer Freundin, wo das wild im Garten wächst. Sie hat keine Ahnung, wo die Samen hergekommen sind, wie das da gelandet ist, aber es wächst dort und sie hat somit eine gesunde Knolle zu Hause. Und hier male ich einfach jetzt mit den Aquarellfarben die Blüten rein. Es sieht momentan noch so nicht wirklich nach etwas aus. Das wird sich aber verändern, sobald ich dann meine Feinliner dazu nehme und das auch noch zusätzlich mit meinen Polychromos bearbeite. An der Serviette zupfe ich jetzt hier an der anderen Karte ein bisschen das Überständige noch ab. Und da ist jetzt dann meine Idee nach dem Trocknen, dass ich hier noch zusätzlich Rosenblüten draufmale mit den Aquarellfarben. Ja, und da tupfe ich jetzt hier einfach wahllos ein bisschen wieder mit diesem Lila-Ton und verstärke hier auch nochmal die Blüten von der Serviette. Das ist der Vorteil wirklich. Du kannst dann auf der Serviette noch malen, wenn du sie aufgetragen hast und kannst das alles noch ein bisschen verstärken. Nimm natürlich auch noch ein bisschen Grün mit dazu, weil das natürlich hier grüne Blätter auch mit dazugehören. Und ja, dieser lila Ton, den finde ich jetzt ganz toll da drauf. Ich hatte ja schon vorher den Hintergrund ein bisschen mit diesem zarten lila Ton gemacht. So, und jetzt nehme ich hier meinen Stabilo All und das ist ein brauner. Ich habe den in braun, ich habe ihn in blau und in schwarz. Und den braunen nehme ich jetzt hier an der Stelle dazu. Da ist gerade die Spitze abgebrochen.
und muss wieder gespitzt werden, weil mir dieser Braunton bei den Blüten besser gefällt. Und mit dem Wassertankpinsel siehst du jetzt, wie ich diese Umrandungen hier nochmal ein wenig verstärke. Das Besondere an diesem Stabilo Orless, du kannst ihn trocken verwenden und dann einen Verblendestift nehmen. Diese gehäkelte Spitzenborde zu nehmen, mit dem Pin das hier jetzt an der Karte zu befestigen. Und wenn du keine Aale hast, dann kannst du das Ganze natürlich auch mit einer einfachen Stopfnadel machen oder ja mit so einem Piekser. Also Hauptsache, du kannst durchpieksen, dann funktioniert das Ganze auch. Ja, und auf der Rückseite, da kommt jetzt hier eben soll das Rezept mit rein und um das auf der Rückseite mit hier zu verewigen, braucht es natürlich noch hinten so eine Art kleine Tasche, damit man das mit reinnehmen kann. Und diese Folie, die ich hier gerade dir zeige, diese Spitze, die habe ich genommen, um diese Blätter hier mit Kaffee zu tränken, und dann habe ich das einfach draußen am großen Backofen in der Sonne trocknen lassen und dann entstehen diese Strukturen. Und hier nehme ich jetzt einfach ein kleines Dekoupagepapier, schneide mir das etwas ab und das möchte ich hier auf der Rückseite hinkleben. So, und somit ist es dann hier hinten drauf geklebt und dann sieht das auch schon ganz, ganz anders wieder aus, wenn hier das, dieser Brettrücken auch dann entsprechend wieder gesichert ist. Und da stecke ich jetzt dann hier mein Rezept rein. So, da möchte ich dir jetzt hier noch eine Möglichkeit zeigen, wie du ganz einfach einen Stempel herstellen kannst. Das sind einfach Kosmetikschwämme, zwei Runde, die habe ich in der Mitte durchgeschnitten und und dann einfach auf einen Karton geklebt. Also wunderbar einfacher Stempel, und den nehme ich jetzt hier mit meinem mit meiner Stempelfarbe und bestempel jetzt hier meine Karte. Dann siehst du, wie schön die Strukturen damit wären. Also eine ganz, ganz günstige Möglichkeit, um einen Stempel herzustellen. Und das macht sich natürlich auch noch gut auf der Karte mit dem Kurkuma. Hier
blende ich jetzt das Ganze nochmal mit meinem Fineliner, mit dem schwarzen, weil ich hier doch noch mal ein bisschen mehr Struktur rein haben möchte. Und jetzt distresse ich hier auch den Rand ein wenig und werde jetzt hier noch mal mit dem schwarzen Fineliner die Blütenblätter etwas mehr hervorkommen lassen, damit das Ganze noch mal ein bisschen plastischer aussieht. Und auch hier nehme ich gerne wieder den weißen Posca, weil du siehst sofort in dem Moment, wo ich den weißen Posca-Stift, diesen Acrylstift nehme, sieht das Ganze freundlicher aus und es kommt Licht in die Seite. Und das wollen wir ja auf jeden Fall alle haben. Licht auf, nicht nur auf der Seite, sondern auch Licht in unserem Leben. Und schon macht das Ganze ein bisschen mehr her. Jetzt nehme ich meine Faber-Castell-Stifte, die Polychromos. Ich liebe ja Faber-Castell und werde jetzt hier auch noch mal reingehen in die Blüten, um diese Blüten noch ein bisschen mehr zu verstärken. Das Besondere an den Polychromos im Gegensatz zu anderen Buntstiften ist, dass sie sehr gut deckend sind. Das heißt, und du kannst sie miteinander verblenden. Ein paar Pünktchen noch, ein paar Doodles noch mit drauf. Und schon sieht die Karte gleich ein bisschen frischer und fröhlicher aus. Und dann habe ich hier noch eben auch so eine Cutout Sonnenblume und auch ein bisschen Fibermaterial wieder. Und das möchte ich jetzt hier auch noch mit auf der Karte haben. Wie gesagt, ich liebe ja diese Fibermaterialien, genauso wie ich die Spitzenbordüre hier auf dem Rosenbad gemacht habe. Kommt jetzt hier auch sowas noch mit drauf. Und dann brauchst du natürlich wieder die Aale, um das ein bisschen wieder durchzustechen. Wenn du keine Aale hast, bin jetzt ein bisschen gerade aus dem Bild raus, dann nimmst du einfach eine Stopfnadel. Jetzt nehme ich wieder zum Distressen hier mein Verblendetool und klebe auch hier wieder meinen Textschnipsel, bleibt gesund, und auch da nehme ich wieder die komplette Umrandung von der Karte und distresse es, diesmal allerdings mit einem bräunlichen Ton, weil mir das besser gefällt zu dieser Karte. Hier möchte ich jetzt auf der Rückseite auch wieder ein kleines Fach bilden, in das dann etwas eingesteckt werden kann, und dazu nehme ich in dem Fall jetzt ein Cardstock-Papier. Du kannst alles Mögliche nehmen. Du kannst Cardstock-Papier nehmen, du kannst Briefpapier nehmen, du kannst ganz normales, herkömmliches Kopierpapier verwenden, was auch immer du gerade da hast und verwenden möchtest. Und das klebst du einfach auf die Rückseite. Und und hier habe ich jetzt nochmal mit meinem Punch einen halbrunden Kreis ausgeschnitten, damit ich dann was einstecken kann. Wenn du nicht so einen Punch hast, dann kannst du auch jeden herkömmlichen Glasdeckel nehmen, also einen Schraubverschluss von einem Glas. Wichtig ist einfach nur, dass du so eine Halbrundung da machst. Und ich klebe jetzt hier mit doppelseitigem Klebeband hier das zusammen, also die Ecken zusammen, damit ich dann mein Papier da einstecken kann. Und doppelseitiges Klebeband ist in dem Fall einfach am besten geeignet. Das hält auch bei Cardstock, bei dickeren Papieren, besser als Klebestift. So, jetzt geht es noch daran, die nächste Karte weiter zu gestalten. Und das hier kennst du vielleicht, wenn du dir einen Cappuccino aufbrüst. Habe ich in einem Trödelmarkt gefunden und mir gedacht, wow, das eignet sich super toll auch zum Stempeln. Und das zeige ich dir jetzt hier. Diese Blüten hast du dann nämlich da drauf. Schau mal, wie wunderbar plastisch das wird. Und echt ein ganz, ganz einfaches Mittel. Vielleicht hast du sowas zu Hause. Danach einfach wieder gut spülen und dann ist alles gut. So, dann habe ich hier auf einem Korken Filzgleiter aufgeklebt. Und auch mit denen kannst du super, super tolle Strukturen machen. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, was ich da drauf klebe. Nehme ich welche von diesen Pins oder von diesem Cardstock, oder nehme ich hier einen Pinsel? Da bin ich noch gerade ein bisschen unschlüssig, was ich da jetzt drauf verwende. Aber dieser Schmetterling, der ist wirklich toll und ich glaube, der wird es jetzt auch werden. Ja, der wird jetzt noch ein bisschen hier mit
mit diesen Abstandshaltern draufgeklebt. Die kennst du bestimmt auch. Das sind diese kleinen Schaumstoffhalter und damit hast du diesen leicht dreidimensionalen Effekt. Und die werde ich jetzt dann noch hinter meinen Schmetterling kleben. Natürlich kommt auch hier oben wieder das Thema bleibt gesund, was ich ja schon ausgedruckt habe. Und eine weitere von meinen Maskenblumen. Die ist nämlich wunderbar mit diesem Lila und mit diesem Grünton. Und das gefällt mir ganz gut, um die Leichtigkeit hier auch noch ein bisschen mit zu zelebrieren. Wir sollten ja mal achtsam auch mit uns umgehen und eine gewisse Leichtigkeit führt natürlich auch zum Gesundsein. Und ja, und deswegen möchte ich natürlich auch so ein Thema hier noch mit reinnehmen. Mal schauen, was dann da in dieses Täschchen da noch wandern darf auf die Rückseite. Die werden natürlich auch noch gestalten. Das hier ist übrigens so ein Foam, mit dem ich da stempel. Den habe ich geschenkt bekommen und den nehme ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Da kannst du kleine Figürchen oder so draus machen. Hier nehme ich jetzt für die Rückseite eine Seite. Das ist eine alte Buchseite. Die habe ich mal, ja, da habe ich mal mit meiner Jelly Plate gearbeitet und habe dann die Reste darauf verwandt. Und das klebe ich jetzt auch wieder mit doppelseitigem Klebeband hier zusammen, so dass es eine kleine Tasche gibt, die im Übrigen jetzt in dem Fall dann unten offen ist. Das heißt, ich könnte da jetzt auch eine Feder zum Beispiel noch mit einstecken oder etwas anderes. Natürlich distresse ich das Ganze auch wieder. Und du siehst, dass es dann eben offen ist. Und ich mag natürlich auch hier die Karte. Das oben des Weiß war mir an der Stelle einfach ein bisschen zu nackig. So, jetzt siehst du hier meine Kärtchen, wie sie alle aussehen. Und jetzt sind die fertig. Wir haben jetzt also hier die Kärtchen mit dem Rosenrezept, mit dem Ingwer-Tee, das kommt jetzt hier noch mit rein. Mein Ingwerwasser, das trinke ich wirklich im Frühjahr und im Herbst täglich einen Liter. Und das Rezept verschwindet jetzt hier drin. Ingwer, Zitrone und Honig und ein Liter Wasser. So, und hier würde ich jetzt dann noch ein Achtsamkeitsrezept mit hineintun. Zum Beispiel für eine Stoßatmung, um gesund zu bleiben, oder für einen Spaziergang im Wald, für Leichtigkeit. Auf jeden Fall hast du somit eine Möglichkeit, Gesundheitsthemen auf kleine Kärtchen zu fabrizieren. Und das Besondere ist, du kannst sie verschenken. Du kannst sie, diese kleinen Kärtchen verschenken an Freunde mit einem kleinen Rezept dazu. Also hier habe ich ja zum Beispiel mein Rezept für die Kürbiscremesuppe hinten dran. Hier habe ich ein Achtsamkeitsrezept mit dabei. Hier habe ich ein Rezept für, ich glaube, das ist für ein Lavendel. Genau, für Lavendelmedizin. Ja. Und du hast somit die Möglichkeit, diese Rezepte weiterzugeben. Du kannst sie für dich selber sammeln oder du gibst sie an Freunde weiter, verschenkst ein bisschen Freude dazu. Und dazu findest du auch mehr bei mir in der Infobox. Und zwar habe ich bei mir in der Gruppe in der Kreativmanufaktur zum Thema Freude tauschen etwas. Und da machen wir was ganz Besonderes. Wir verteilen tatsächlich solche Kärtchen und tauschen die untereinander aus. Und ich möchte dich dazu auffordern, abonniere meinen Kanal. Schau, dass du dir meine weiteren Tutorials auch sicherst. Es wird nämlich eine Challenge geben und in der Challenge zeige ich dir zum Beispiel, wie wir eine Box basteln. Also eine Box, in der du dann deine Kärtchen sammeln kannst. Und ich zeige dir in der Challenge, wie wir mit einer Jelly Plate Naturmaterialien mit abstempeln können in einem Monoprint. Und wir machen eine Art Journal Seite. Eine Art Journal Seite zu dem Thema Bleib gesund bzw. Herbstleuchten. Also es hat was mit herbstlichen Themen zu tun. Und das möchte ich dir auf jeden Fall in dieser Challenge noch zeigen. Also abonniere meinen Kanal, folge mir auf Instagram. Schau vielleicht auch mal bei mir in der Kreativ-Community vorbei, in der Kreativmanufaktur.
Ja, wo kannst du mich denn noch finden? Ja, hier auf YouTube hast du mich ja schon gefunden. Und versäume es auf gar keinen Fall, die nächsten, die nachfolgenden Künstlerkollegen von mir auch noch anzuschauen. Die haben auch was ganz Tolles vorbereitet. Ja, und alles andere findest du in der Infobox. Und bleib gesund. Bis dann. Ciao, deine Regina. Thank you.